und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Heute begrüße ich Sie aus Mailand, und zwar aus dem Teatro alla Scala, einem der bekanntesten und bedeutendsten Opernhäuser der Welt. Und hier werde ich mit diesem wunderbaren Orchester ein Konzert haben. Das ist schon wirklich ein magischer Ort hier, wenn man sich so überlegt, wer hier alles schon gesungen hat, wer hier in den Garderoben gewesen ist und wie viele Stücke hier uraufgeführt wurden. Aber trotzdem wollen wir die Sendung mit einer Sängerin beginnen, die hier definitiv nicht aufgetreten ist, die aber zu den bekanntesten und schlechtesten Sängerinnen aller Zeiten gehört. Es ist Florence Foster Jenkins. Und in diesen Tagen kommen gleich zwei Filme über sie in die Kinos. Ein Spielfilm mit Meryl Streep und ein Dokumentarfilm, der versucht, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. She was the world's worst singer and didn't realize it. She said, I want to do this, I have the money now to do it, and I'm gonna do it. It's not a self-parody. You hear that she's dead serious about it. Have you heard me before? I've not yet had the pleasure, but I've heard so much about you. Oh. Vor ein paar Jahren wurden sie zur besten Sängerin des Jahres gewählt und jetzt spielen sie die schlechteste Sängerin aller Zeiten. Ja, das war eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Der Film kommt ja jetzt in die Kinos. Als der Regisseur Ralph Pleger mich fragte, habe ich ihn gefragt, ob er verrückt sei. Ich will doch nicht die schlechteste Sängerin aller Zeiten verkörpern. Aber er sagte mir, sie dachte, sie wäre die beste Sängerin. Und genau so wollen wir sie zeigen. So wie sie sich selbst gesehen hat. Sie hat die Töne fast getroffen. Und je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe, umso schwieriger war es, diese Nuance daneben zu treffen. Und zudem hat sie es so präsentiert, als ob sie gerade die Saison an der Met eröffnen würde. Das war für mich das Härteste. Meine gesamte Gesangsausbildung über Bord zu werfen und das mit Überzeugung zu präsentieren. Opening night at the Metropolitan. When the announcement was made that she would have a recital at Carnegie Hall, the tickets sold out very quickly. And from that you can gather that if she decided to do two more concerts, most likely they would have probably sold out as well. Because everyone said, you need to go hear Florence Foster Jenkins. Sie hatte eine super musikalische Ausbildung. Sie hatte Klavier gespielt und sogar vor Präsident Roosevelt gespielt. Und so glaube ich, dass eine Theorie wohl am ehesten zutrifft. Sie hatte sich bei ihrem ersten Ehemann mit Syphilis angesteckt und das einzige Mittel, das man damals kannte, war Quecksilber. Dieses Gift kann das Gehör schädigen und wahrscheinlich hat sie gar nicht mitbekommen, wie falsch sie singt.
Das ist für mich die einzig vernünftige Erklärung. Deswegen dachte sie, sie sei super. Denn an ihrer musikalischen Ausbildung kann es nicht gelegen haben. Ich glaube, sie hatte einfach einen Hörschaden. Gave us more of a kick than vodka or marijuana. But he wants to read bad reviews about themselves, whether they're crazy because of syphilis or whether they're not crazy. It's always hurtful. And especially if you go so big, like, you know, rent Carnegie Hall and think you have a big success and then read those reviews, I think, yes, it would be shocking for anyone. Certainly for her. She went into such a depression afterwards that it led to her death. I think it was just 5 weeks later that she died. I love the fact that Florence Foster Jenkins introduced into the world of music a sense of humor. She didn't mean to do that, but she's dead and it doesn't matter. I treasure her records because they make me smile. Ich begrüße Sie diesmal aus der Scala. Und nachdem wir Ihnen gerade die vielleicht schlechteste Opernsängerin präsentiert haben, komme ich nicht herum an die charismatischste und sicher bekannteste Sängerin, die hier ihre großen Auftritte hatte, zu erinnern. Maria Callas. Sie ist eine Legende und bis heute vielleicht unerreicht. Egal wo, ihre Auftritte waren gewaltig. Nie zuvor hatte eine Sängerin mit ihrer Stimme, mit ihrem Ausdruck die Menschen so fasziniert und gerührt. Ihr Gesang berührte die Seele und ihre Ausstrahlung wirkte weit über die Opernwelt hinaus. La Callas, Diva Assoluta. Geboren in New York als Tochter griechischer Einwanderer, wächst sie nach der Trennung ihrer Eltern in Athen auf und bekommt ihren ersten Klavier- und Gesangsunterricht. Mit 14 debütiert sie und mit 19 singt sie die Tosca an der Athener Staatsoper. Mit 22 ist sie wieder in New York und singt an der Met. The program was set not by myself in life, in the very beginning. Yeah. Nun, meinen Lebensplan, den habe nicht ich bestimmt. Den hat meine Familie und vor allem meine Mutter bestimmt. Und ich habe gehorcht. Of course, I again repeat, it was no trouble for me, because I didn't really enjoy myself playing around as children then. Das war nicht schwierig, denn ich hatte eh keine Lust auf irgendwelche Kinderspiele. Aber es war klar, ich sollte Sängerin und Künstlerin werden. Und ich habe gehorcht, wie sich das für eine gute Tochter geziemt. I suppose that's general.
I used to go to the conservatoire, 10 o'clock in the morning, and I used to leave. Ich bin morgens als Erste ins Konservatorium gekommen und abends als Letzte gegangen. Oft wurde ich gefragt, warum bleibst du so lang? Und ich habe gesagt, weil ich auch vom unbegabtesten Schüler etwas lernen kann. Ganze Partien lernt sie in einer Woche. Ihre Schnelligkeit und ihre Disziplin sind ohne Vergleich. Sie ist Perfektionistin. Es geht um die Kunst. Es geht um den Ausdruck. Und mit derselben Disziplin, mit der sie ihre Stimme beherrscht, verwandelt sie sich in die eleganteste Frau der Welt. 30 Kilo nimmt sie ab in kürzester Zeit. Aber es ging ihr nicht ums Äußere, sondern darum, ihre Rollen noch wahrhafter verkörpern zu können. Das Wichtigste, so glaube ich, ist nicht das Libretto. Klar achte ich auf die einzelnen Worte. Nein, die Wahrheit steckt in der Musik. So schwieriges Instrument, wie die menschliche Stimme beherrscht, ein Instrument, das so abhängig davon ist, wie du dich fühlst und von deiner Umgebung. Wenn du das beherrschst, dann ist das wie eine Droge. Wenn du dem Publikum all diese Farben zeigen kannst, dann ist das ein Rausch. Ivresse, that you call, drunkenness, drunken feelings. Wenn sie sang, vergaß sie die Welt. Sie öffnete sich und wir durften in ihre Seele schauen. Das war schön, aber für manche zu schön. Eines Abends versuchten einige Zuschauer, Maria aus dem Konzept zu bringen. Es war eine Anti-Maria-Gruppe auf der Galerie. Sie machten im schwersten Teil der Arie schrecklichen Lärm. Aber nach dem ersten Akt warfen ihre Anhänger wie immer mit Blumen. Einige klangen beim Aufschlag ziemlich schwer. Waren sie aus Plastik oder Marmor? Nein, es war Gemüse, Radieschen, Sellerie. Ich gab Anordnung, diese schnell einzusammeln und nur die Blumen liegen zu lassen. Maria kann zwar nicht gut sehen, aber sie hat die Ohren des Dionysos. Sie hatte schon gemerkt, dass nicht nur Blumen geworfen worden waren. Sie hob ein paar bunt Radieschen auf und streckte sie dem Publikum entgegen. Dann verbeugte sie sich tief. Das war ein großer Triumph. Wenn die Callas sang, dann war das absolute Hingabe und Perfektion. Und wenn sie das nicht liefern konnte, sagte sie ab. In Rom hat man das nicht verstanden.
Eine Sängerin versetzt den Ministerpräsidenten. Das ging gar nicht. Aber der Callas ging es um die Kunst und da gibt es keine Kompromisse. Auch nicht für den Chef des wichtigsten Opernhauses der Welt, der Metropolitan Opera in New York. Intendant Bing feuerte sie, weil sie neugierig war und neue Herausforderungen suchte. Norma, Barbier von Sevilla, Traviata, Lucia, das ist, was er mir angeboten hat. Aber ich will neue Rollen, neue Inszenierungen. Doch das bekommt sie nicht. Die Callas, das ist absolute Hingabe. Sie macht keine halben Sachen. Und so lernt sie diesen Mann kennen, Aristoteles Onassis. Sie verabschiedet sich von der Bühne, verlässt ihren Mann und gibt sich dem Millionär komplett hin. Doch für ihn ist sie nur eine Trophäe. Kurz vor der Hochzeit heiratet er Jackie Kennedy. Die Callas sucht ihre Rettung in der Musik. Doch wie sehr Stimme und Seele miteinander verbunden sind, zeigen Aufnahmen von ihrem letzten Konzert. Die Stimme, die uns einst so berührte, ist gebrochen. Die Abschiedstour wird ein Desaster und ihr Lachen ist reine Disziplin. Maria zieht sich zurück und lebt einsam in Paris. Am 16. September 1977 stirbt die 52-Jährige an Herzversagen. Aber die Callas und ihre Stimme werden bleiben. Klick-Klack, heute aus dem Teatro alla Scala. Dieses Haus hat so viel Atmosphäre. Man spürt richtig die Menschen und Künstler, die hier gewirkt haben. Aber es sind nicht nur die großen Stars, die eine Rolle hier spielen, sondern auch viele, die hinter der Bühne und im Verborgenen agieren. Und da freue ich mich, dass Herr Munari für uns ein bisschen Zeit hatte. Er ist hier an der Scala Souffleur und trägt den Titel Maestro. Das ist meine Scala. Und jetzt bringe ich euch zu meinem Arbeitsplatz, dem Souffleurkasten. Man muss immer auf der Hut sein, denn jederzeit könnte ein Sänger eine kleine Gedächtnislücke haben oder seinen Einsatz verpassen. In jeder Vorstellung kann etwas passieren, womit du nie gerechnet hättest. Del
Diese Arbeit hier habe ich in diesem Theater gelernt, und zwar beim Arbeiten mit den ganz großen Meistern. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Beruf des Souffleurs eine lange Geschichte hat. Es gab ihn schon zu Verdis, Donizettis und Rossinis Zeiten. In der italienischen Oper ist der Souffleur eine Institution. Ai tempi di Verdi, di Donizetti, di Rossini, addirittura esiste il maestro, esisteva il maestro suggeritore o rammentatore, per cui è una figura storica del teatro d'opera, soprattutto italiano. Und hier geht's in die Katakomben der Scala. Wir sind genau unter der Bühne. Durch diese Arbeit habe ich eine Sensibilität entwickelt, die ich mir selber nicht erklären kann. Schon ein Ausdruck der Augen oder eine Bewegung des Körpers lassen mich ahnen, dass gleich irgendwas passieren könnte. Leider kann ich euch meine Aussicht heute nicht zeigen, weil der Souffleurkasten geschlossen ist. Denn heute Abend findet ja das Konzert mit Soll statt. Und da ist die Bühne zu. Wenn der Fehler passiert ist, ist er schon Vergangenheit. Dann kannst du nichts mehr ändern. Dann musst du den nachfolgenden Sängern helfen, dass sie in den nächsten Takten wieder in die Musik zurückfinden, um zu verhindern, dass eine Kettenreaktion erfolgt, die dann über 2 oder 3 Seiten in der Partitur gehen könnte. Tutto ciò che viene dopo, per evitare che l'errore prosegua per una pagina, 2 pagine di spartito. Certo, una cosa importantissima è questa. Ganz wichtig ist, dass die Sänger mit mir zusammenarbeiten, in Kontakt sind, dass sie überhaupt merken, dass ein Fehler gemacht wurde und wir nun gemeinsam die Sache wieder gerade biegen. Aber unlösbare Probleme gibt es eigentlich nicht. Jetzt sind wir im Orchestergraben der Scala. Das ist mein Kasten. Dort oben sind Kameras, die den Dirigenten von vorne aufnehmen, damit ich ihn auf meinem Monitor gut sehen kann. Ich muss all seine Bewegungen sehen können, damit ich die Tempi einhalten, beschleunigen oder verlangsamen kann, genau so, wie es der Dirigent vorgibt. Fa questa gestualità, diciamo, del direttore d'orchestra. Jeder! Fermi! Ossa! Io! Ossa! Se un maestro suggeritore si trova nella condizione di dover... Ein Souffleur darf nie Aufregung oder Angst vermitteln. Das wäre wie Benzin ins Feuer schütten. Ah, ascolta, guarda, sì, è una cosa negativa, perché si butta, come si dice, l'alcol sul fuoco, cioè già un cantante che si è accorto di aver sbagliato, per cui quello. Was mich über die Musik hinaus an meiner Arbeit aber so fasziniert, ist, dass ich in all dem Chaos der Fels in der Brandung bin. Tranquillità che porta a il cantante a rientrare nella giustezza della musica, nella correttezza della musica, ecco. Ja, ich habe zu Hause jede Menge kleine Dankesbriefchen von Sängern, denen ich geholfen habe. Und ich muss schon sagen, in jeder Aufführung gibt es das eine oder andere Problem. Questa è una cosa che succede quasi in tutte le produzioni.
Ja, gleich beginnt meine erste Probe hier. Und ich bin natürlich schon sehr gespannt, wie mein Cello hier in diesem Open House klingen wird. Und ich freue mich sehr auf das Scala-Orchester, die Philharmoniker mit dem Dirigenten Christoph Eschenbach. Die Musikstücke erzählen eine Geschichte. Sie haben ein Narrativ, was nicht unbedingt jetzt in Worte zu fassen ist, aber sie erzählen eine Geschichte und die möchte ich wieder erzählen oder weitergeben. Christoph Eschenbach gehört zu den charismatischsten und geheimnisvollsten Dirigenten unserer Zeit. Seine Geschichte ist einzigartig und traurig. Seine Mutter hat er nie kennengelernt. Sie starb bei seiner Geburt und sein Vater wurde von den Nazis umgebracht. Als Vollwaise verstummte der Junge und sprach kein Wort mehr, bis die Cousine seiner Mutter ihn aufnahm. Sie war Pianistin. Ja, sie hat mein Leben gerettet, letzten Endes. Und sie hat mein Leben in dem Sinne gerettet, dass mir die Musik gegeben hat. Und die Musik war der Motor, der sofort ansprang in mir. Und so eben bis jetzt wirkt. Wären Sie Pianist geworden oder zur Musik gekommen, ohne dieses furchtbare Schicksal? Weiß ich nicht. Ich wäre aber nicht zur Musik gekommen, wenn ich nicht diese Frau in mein Leben getreten wäre, die mich gerettet hat. Natürlich, meine Musik hat eigentlich mit den Grundwerten der Seele zu tun. Und den Grundwerten ganz einfach, wie Glück und Trauer und Melancholie und Überschwänglichkeit und Feuer und Asche. Na, weggetragen sollte man nicht werden, weil sonst geht die Musik nicht weiter. Dann spielen die Musiker nicht weiter oder kommen in ein Chaos. Also man muss schon immer die Oberhand behalten. Aber das ist auch sehr schön, weil man sieht die Musik wie eine große Landkarte und ortet, wo man hin will oder wohin die Musik einen treibt und wohin die Musik will. Möchte ich mich aus der Scala verabschieden und freue mich, wenn ich im nächsten Jahr mit dem Scala-Orchester auf Tournee gehen werde. Das hat sich hier ergeben. Zur nächsten Ausgabe von Klick-Klack begrüßt Sie Martin Grubinger in München, wo er mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ein Konzert geben wird. Also das wird sicher sehr spannend. Liebe Grüße aus Italien!